Gerade nicht. Aber danke. Gut, ja, denn er ist sowieso alle. Perfekt. Pike, warum bin ich hier? Kurz gesagt, Diane klagt dich wegen des Diebstahls ihres USB-Sticks an. Wovon redest du, verdammt? Hast du den Stick gestohlen oder nicht? Warte, bevor es weitergeht, auch nochmal kurz die Anmoderation. Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Let's Play-Folge von Life is Strange Two Colors. Ich will euch nicht lange aufwarten. Viel Spaß bei dieser nächsten Let's Play-Folge. Hast du ihn dir wenigstens angesehen? Ich kann nicht. Tut mir leid. Du führst doch eine Ermittlung wegen Typhon durch, oder? Alles, wonach du gesucht hast, ist auf dem Stick. Trotz meiner Bemühungen ist die Ermittlung abgeschlossen. Der Befehl ist heute gekommen. Ich habe getan, was ich konnte, aber es gab keine Beweise. Tut mir leid, Alex. Was heißt, der Befehl ist heute gekommen? Von wem? Ganz oben. Boss des Bosses des Bosses. Nicht mein Job, das zu wissen. Hör mal, was meinem Bruder passiert ist, war kein Unfall. Es war ein Verbrechen. Die Dateien auf dem Stick beweisen es. Das könnte stimmen. Nehmen wir mal an, dass es so ist. Das Problem ist, du hast Typhon bestohlen. Das hilft uns nicht gerade. Ich habe dir gerade einen eindeutigen Beweis geliefert. Ist doch egal, woher. Vielleicht nicht, aber das tut es. Alex, dir ist wohl nicht klar, was das zu bedeuten hat. Doch, sogar sehr. Diane zeigt dich an, wegen Cyberkriminalität. Das ist kein Kavaliersdelikt, Alex. 5 bis 10 Jahre Gefängnis. Willst du mir sagen, dass ich im Gefängnis lande? Für 5 bis 10 Jahre? Aber du hast nochmal Glück gehabt. Ich habe mit ihr geredet. Und obwohl sie wütend auf dich ist, ist sie bereit, es auf sich beruhen zu lassen. Wenn du zustimmst, es gut sein zu lassen, erhebt Typhon keine Anklage. Sie bietet mir diesen Deal nur an, weil sie weiß, dass sie am Arsch ist. Sie ist schuldig, Pike. Selbst wenn du recht haben solltest, ist dein einziger Beweis unzulässig. Du sollst es tun. Einen Scheiß mache ich. Ich unterschreibe nichts. Alex. Nein! Typhon hat was in den Bergen begraben. Etwas so groß ist, dass sie Gabes Anruf ignoriert haben und die Explosion auslösten, um es zu vertuschen. Willst du nicht wissen, was es ist? Was meinst du mit es vertuschen? Eine zweite Explosion, unangekündigt, die zur selben Zeit in der alten Förderstätte ausgelöst wurde. Und das alles passierte nur wenige Wochen, bevor die Inspektionen beginnen sollten. Komm schon, Pike. Es ist alles hier. Es macht keinen Unterschied. Alex, bitte, komm, unterschreib's einfach. Dann gehen wir beide zurück zur Party.
Nein. Alex, das ist kein Angebot. Du hast keine Wahl. Ich sagte nein. Nein, ist keine Option. Wovor hast du solche Angst? Schau es dir an. Scheiße. Was könnte in dem Umschlag sein? Was? Ist das eine Drohung? Was hast du denn erwartet? Hä? Dass Typhon, eine globale Organisation mit Milliarden an Einnahmen, einer Armee aus Anwälten und wer weiß wie vielen Politikern in der Tasche einfach die Hände hochreißt und sagt, du hast gewonnen! Ich wollte doch nur Gerechtigkeit für Gabe. Ja. Naja, Typhon hat seine eigene Idee von Gerechtigkeit. Scheiße. Glaub mir, ich will doch auch, dass diese Mistkerle dafür büßen. Ich habe auf die harte Tour gelernt, dass es nicht möglich ist. Sie sind zu groß, zu vernetzt, zu skrupellos. Hass mich, wenn du willst. Nenn mich einen Feigling. Aber ich will dich nicht auch noch verlieren müssen wie Gabe. Pike hat richtig Angst vor Typhon. Aber wenn ich ihm seine Angst nehmen kann. Aber es geht nicht nur um mich. Steph und Ryan sind auch in Gefahr. Fuck. Ich will Typhon komplett ruinieren. Aber soll ich dafür echt ihre Leben in Gefahr bringen und auch meins? Scheiße, was machen wir? Ich unterschreibe es. Ich... Klar, könnten... Wie gesagt, wenn wir das nicht unterschreiben... wir möchten nicht noch mehr verlieren kommen. Wir müssen nicht noch mehr Tote, Felste. Darf ich? Nee. Wir unterschreiben dies. Das ist mir. Nee. Und ich muss nur unterschreiben? Ja. Wo das Kreuz ist. Jetzt gibt's kein Zurück mehr. Zeit, meine Seele zu verkaufen. Scheiße. Scheiße. Danke, Alex. Hast richtig entschieden.
Auch wenn wir dieses Scheißblatt unterschrieben haben. Alex, wir geben nicht auf. Oder? Auf gar keinen Fall. Weil wenn wir jetzt aufgeben, dann haben die gewonnen. Und das wollen wir nicht. Unfassbar. Ich hatte sie schon am Haken. Wie konnte das schiefgehen? Keine Ahnung, was ich als nächstes tun soll. Vielleicht hilft es, wenn ich mit Jed rede. Ja, dies tun wir auf jeden Zuerst Fall. muss ich diese Klamotten loswerden. Okay. Warum eigentlich? Also, mir ist eigentlich egal. Naja. Wir hätten auch diese Klamotten anlassen können. Aber wenn Alex das unbedingt so möchte. Ja, die Party ist sowieso vorbei. Partystimmung ist vorbei. Und Ich naja. könnte aber auch jetzt mit Jed reden. Naja. Ja, dies machen wir auf jeden Fall. Hey Jed. Da ist sie ja. Setz dich. Etwas sagt mir, dass dein Frühlingsfest aufregender war, als du es dir erhofft hattest. Du sagst, wie Pike mich verhaftet hat. Aber wie es aussieht, hat er dich gehen lassen. Dann ist da noch die Sache mit Ryan und Steph heute. Ich war mir nicht sicher, warum es euch drei brauchte, um Dianes Bestellung aufzunehmen. Ich weiß, du bist es gewohnt, dich um dich selbst zu kümmern. Gebt war auch so. Aber Haven ist eine Gemeinschaft. Wir helfen einander. Ich will dir helfen. Aber erst musst du mir sagen, was vor sich geht. Scheiß drauf. Was habe ich zu verlieren? Genau, was haben wir zu verlieren? Typhon hat Gabe getötet. Ich habe Beweise. Was für Beweise? Ich habe sie von Diane gestohlen. E-Mails und Dokumente, die beweisen, dass es zeitgleich eine zweite Explosion gab. Um was zu vertuschen, Jed? Ein Geheimnis, das sie begraben haben. Ich weiß nicht, was es ist oder was ich als nächstes tun soll. Aber ich gebe nicht auf. Nie im Leben. Ich weiß, was sie verbergen. Was? 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 Warte. Sagst du mir gerade, dass du wusstest, dass Typhon korrupt ist? Die ganze Zeit über? Typhon ist der Teufel, der diese Stadt im Griff hat. Ich muss schon zu lange mit ihren Geheimnissen leben. Ich weiß, was sie in den Bergen vergraben haben. Sag's mir. Weißt du was?
Ich zeig's dir. Okay, warte. Weiter oben. Okay, ich bin gespannt. Wo sind wir? Mitten im Nirgendwo. 2 Kilometer in die Richtung habt ihr nach Ethan gesucht. Und dort, 5 Kilometer entfernt, liegt die Stadt. Was ist das hier? Ein Belüftungsschacht. Die gibt's hier überall. Minen wachsen in andere hinein und bilden so ein Labyrinth. Das, wonach du suchst, ist da unten. Jed? Warum bist du traurig? Ach du Scheiße. Er steckt dahinter. Tut mir leid, Kleines. Jed? Er ist Typhon. Sag nicht, er hat... Ich habe versucht, es dir auszureden, dir Angst zu machen. Ich war mir sicher, dass die Fotos von Steph und Ryan dafür sorgen würden. Aber du hast nicht nachgegeben. Du konntest es einfach nicht lassen. Tu das nicht. Das muss ich. Vor 12 Jahren machte ich einen Fehler. Und diesen Fehler kann man nicht rückgängig machen. Doch Typhon bot mir einen Deal an. Einen Weg, meine Stadt zu retten und meinem Sohn ein normales Leben zu bieten. Ich wollte nie, dass Gabe verletzt wird. Fick dich doch. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich, wie gesagt, mir fehlen die Worte. Scheiße. Jed steckt hinter alles. Holy shit. Gut, ich bin gespannt, was uns in Kapitel 5 erwartet. Ich hoffe, ihr seid es auch. Bis dahin. Macht gut. Euer Basti ist raus. Und ciao, ciao. Ich hoffe, die Geschichte hat euch jetzt gefallen. Mir fehlen die Worte. Ciao, ciao.